Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tokyo Mirage Sessions Sharp FI. Wir werden uns in diesem Part auf die Suche machen nach der Quelle der starken Performer-Energie, die zur Idolosphäre bei Daito TV reingestrahlt wird und uns davon abhält, uns zu diesem dunklen Yashiro, zu diesem Fake, würde ich einfach mal annehmen, vorzudringen. Das heißt, wir machen uns auf dem Weg zu den Idolosphären von der 106er. Und, Mamori steht hier. So, ab mit uns da rein. Wahrscheinlich werden wir jetzt so einiges erfahren. Wahrscheinlich wird es auch ganz anders sein als letztes Mal, als wir da drin waren. Aber wir werden uns direkt in das oberste Geschoss begeben. Weil euer lieber Zellos ist ein erfahrener RPGler und guter Vorhersager, also, ne? Deshalb machen wir uns auf den Weg direkt zum obersten Bereich. Und schau einfach mal, was da so vor sich geht. Sieht aber nicht so aus, als wäre da irgendwas zu Gange. Okay. Ich bin tatsächlich in der richtigen Idolosphäre. Allerdings scheint sie nicht von dem Endbereich auszugehen, sondern irgendwo in dem Dungeon. Das ist auch richtig, ne? Es ist die 106er. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden hier? Gehen wir erstmal in die Nähe von dem Ausgang. Oh, halt, stopp. Halt, stopp. Ich krieg so eine kurze Eingebung. Warte. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass es auch hier diese Bereiche gibt. Ja, diese abgesperrten Bereiche. Sowas. Heilige Scheiße. Und da unten ist es jetzt. Ist aber auch ein Bereich, wo wir noch nicht drin waren. Also jetzt beginnen wir neue Bereiche der Dungeons kennenzulernen. Das auch noch innerhalb der Story. Das ist clever gemacht. Weil die Leute wollen normalerweise sich nicht erkunden gehen, sondern möglichst viel direkt mit dem Ding zu tun haben. Kurioserweise baut man das direkt ein in die Story, dass man hier rein muss. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Oh Gott. Okay, also wir sind tatsächlich am richtigen Ort. Diese kleine Mirage eben hat uns informiert, dass unterhalb von uns, also in einem unteren Geschoss, viel Performer angesammelt wird und wir dort uns hinbegeben müssen. Hat aber gedacht, wir wären die Backup-Dancer, also die Backup-Performer für die ganze Veranstaltung. Aber ja, eigentlich sind wir hier, um das Ganze aufzuhalten. Und auf jeden Fall viele neue Gegnertypen, wie ihr sehen könnt. Wow. Und wir sind ein bisschen überlevelt, glaube ich, für den Bereich hier. Ist aber auch okay, wir bekommen viele neue Performer. Können später viele, viele neue Waffen machen. Und da kommen auch schon neue Infos zu neuen Carnages und Radiant Unities. Müssen wir uns natürlich umschauen. Allerdings das Problem, was ich direkt sehe, ist vor allen Dingen, dass sie diese kleine Mirage uns informiert hat, dass man wie immer bei diesem Dungeon durch die Kleidung huschen muss. Es vielleicht also nochmal einen großen Bereich hier gibt, wo wir die ganze Zeit wieder nur durch irgendwelche Kleidung huschen. Okay.
Könnte also unter Umständen sein, dass das echt ein Dungeon an sich schon richtig groß ist. Sehen wir gleich. Oh ja, Dreamcatcher, ist egal, aber ich muss es unbedingt nochmal sehen. Ah, wir bekommen eine Menge Performer und eine Menge Prestige jetzt im Moment. Echt gut. Ich glaube, es war auch ein bisschen Intention von Nintendo, dass sie die ähnlich haben aussehen lassen wie die beiden Performer bei Splatoon. Eine trägt lila oder auch rosa, wenn man so will, so ein dunkles Rosa, und die andere grün. Und das ist genauso wie bei Splatoon. Ich würde bestimmt einen Zusammenhang haben. Finde ich ganz ohne Grund sein, das Design. So, oh, eine Menge Prestige, eine Menge neuer Performers, sehr schön. Jetzt müssen wir uns nur mal einen Zeitpunkt rausschnappen, wo wir uns mal konzentrieren auf die neuen Radiant Unities und so weiter. Oh, wir haben durch das Item eine neue bekommen, einen neuen Radiant Skill. Jetzt werden wir uns aber erstmal, wie gesagt, an das umschauen. Sind in den linken Bereich gegangen, wo es auch bereits so Kleidungsteile gab. Aber ich werde mich erstmal in einem anderen Bereich umschauen. Ich bin ja einer, der sich gerne umschaut, wisst ihr ja. Oh ja, sogar zwei Stück von denen direkt. Sehr gut. Ja, inzwischen bekommen wir sogar einigermaßen viele von denen. Ich glaube, es wird echt allmählich Zeit, dass wir wieder neue Waffen erstellen. Neue Unities und alles. Aber dafür würde ich halt erstmal einiges an 5-Sterne-Prestige sammeln, bevor wir uns dem zuwidmen. Ich denke, da wird es auch erstmal genug zu tun geben hier drin. Wo müssen wir jetzt hin? Aha. Ist aber nicht die gleiche wie vorhin. Das heißt also, wir müssen... Ja, ich probiere es erstmal die eine aus und dann probieren wir die andere. Tiefer gelegenen Bereich, jawohl. Wow, da taucht direkt vor uns ein Gegner auf. Mal aufpassen hier. Ah, viele neue Gegner. Ich hoffe auch, dass wir demnächst ein Master Seal bekommen für Yashiro. Ansonsten informiere ich mich mal, wie wir denn an ein Master Seal kommen, ohne jetzt, sage ich mal, das Story voranzustreiten oder die Nebenstory der Charaktere zu spielen. Weil ich finde schade, dass Yashiro im Moment der Einzige ist, der keine Verbesserung seiner Klasse hat. Also Navare meine ich. Finde ich ein bisschen schade. Würde ich gerne mal ändern. Werde ich mir offscreen mal ein bisschen anschauen. Aber davor versuchen wir mal so viel möglich hier von dem Dungeon rauszubekommen. Ja, auf jeden Fall bekommen wir immer mehr neue Performer und können demnächst neue Waffen und alles Mögliche vorbereiten. Treasure Key, sehr gut. Brauchen wir doch. So, für die rote Puppe ist schon mal was bereit. Für die blaue allerdings noch nicht. Die blaue Puppe müsste, wenn ich das richtig verstanden habe, genau die gegenüber gewesen sein, wo ich schon war. Ja, genau. Genau, perfekt. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein Control Panel bei dieser Etage. Und dann nehmen wir den mittleren. Ah, nein, besser.
beziehungsweise nee, bringt uns gar nichts. Das ist der gleiche Weg. Ich wollte ursprünglich das links aktivieren, dann einmal rundherum laufen. Aber das bringt alles nichts. Aber ich glaube, wir müssen das sowieso gleich machen. Weil ich erwarte jetzt ein Control Panel, ein blaues. Ah, kommt gleich von hinten. Ich erwarte nämlich jetzt ein zweites Rätsel, nämlich mit blauen Puppen. Wo wir dann die andere Puppe verstellen können. Aber erstmal gucken wir mal, was bei der anderen Puppe, bei der anderen Kleid da zu untersuchen gibt, bevor wir uns da weiter umschauen. So, Stage Rung Up. Und wir haben eine neue Nebengeschichte für Yashiro freigeschaltet. Das heißt, seine finale Nebengeschichte ist freigeschaltet. So, auf jeden Fall gibt es schon mal ein zweites Steuerpult. Und da ist wieder diese... Aha. Okay, die Kleine hat uns quasi den Auftrag gegeben, wir sollen die Mannequins genau in eine bestimmte Position, eine bestimmte Position machen. Gut, habe ich eigentlich kein Problem damit. Probieren wir mal. Die Blaue muss allerdings in die andere Richtung zeigen. Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man zum anderen kommt. So, genau, jetzt brauche ich hier. Oh, scheiße, welche war das? Die links oder rechts? Verdammt, ich muss das mal wieder zurück. Ich habe mir es leider nicht gemerkt, gescheit. Ich habe nur gemerkt, okay, die haben eine bestimmte Position. Rechte Hand unten, linke Hand oben, alles klar. Die ist zum Beispiel noch falsch, ja. Dazu muss ich also jetzt hoch. Und oben verstellen, verstehe. Ja, weil hier wird es nicht gehen. So, Left Switch. Damit haben wir den linken schon mal, also die blaue Puppe schon mal richtig aufgestellt. Ah, da war ein Schatz. Fuck, will wir zurück. Oh, wow, wow. Treasure Key, her damit. Vielleicht gibt es jetzt endlich eine Buster Seal? Nein, gab's leider nicht. Schade. So. Item abholen. Das heißt allerdings, ich muss jetzt gleich was umstellen, damit das hier klappen kann, weil ich muss noch in einen Mittelbereich. Und muss oben erstmal umstellen, weil da ist eine Sackgasse, wo ich jetzt hin wollte. Da ist jetzt leider eine Sackgasse. Das heißt, ich muss von der anderen Seite oder irgendwie muss ich rüber. Das heißt, ich muss mich noch ein bisschen umschauen. Oder? Wenn wir noch ein paar Viecher nebenbei platt machen, ist das doch gerade nett. Ach, da hinten ist noch einer von diesen Cerberus-Viechern. So, zum Glück haben wir Wurmslayer bei Itsuki. Was ich bei Itsuki sehr praktisch finde im Vergleich zu Yashiro ist, dass er halt eben diese Schwächen, die er hat, ausgleichen kann mit gegnerspezifischen Angriffen und
Ja, er dadurch trotzdem nicht diesen Nachteil hat, wie jetzt andere Charaktere. Also auch wenn der Gegner Resistenz gegenüber Schwert und Elektrizität hat, ist er trotzdem nicht ganz aufgeschmissen. Das ist das ganz Gute, was ich finde bei Itsuki. So, ah, hier ist sogar eine Truhe, die ich noch nicht gesehen habe. Und wir haben sogar nochmal, oh, wir schalten sogar Radiant Skills hier frei. Ah, Revel Beats, aber ich kann nicht mehr nehmen. Oh. Okay. Ah, hier gibt es allerdings nur diese versteckten Dinger. Soll ich mal die rechts aktivieren, zum Ausprobieren, was passiert. Also, ja, abgesehen, dass sie sich neu positioniert, weil ich weiß nicht, ob ich da schon war oder nicht. Außerdem hat Barry eine Nachricht geschickt, die habe ich noch gar nicht gelesen gehabt. Das werde ich mal kurz durchklicken. Der will, dass wir uns ransetzen und der lieben Tiki ihren Drachenstein zurückholen. Ja, sind schon dabei. So, ich glaube, der ganz links war es. Ja. Meine ich. Ich bin nicht mehr sicher. Scheiße. So sind wir doch vorhin runtergekommen. Vielleicht probiere ich mal... nee, geht auch nicht. Geh mal zurück. Weil ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass ich irgendwas verpasse. Left Switch. Wenn ich bestimmte Bereiche nicht erkunde, wie jetzt zum Beispiel diese eine Wand, die da ist, kann man auch nur auf die eine Weise erreichen, nämlich durch das Verstellen dieser Puppen. Ich meine, bei der war das rechts. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ich glaube, ich habe es falsch. Das sehen wir aber dann gleich. Erst muss ich das Viech bekämpfen. Und ich glaube, der eine Mirage ist weg. Komischerweise. Ha, das will ich mal ausprobieren. Aber bisher noch nicht gesehen. Cool. Das hat irgendwas bewirkt. Ich glaube, ich habe die Puppen richtig positioniert, weil wo ich gerade vorhin geguckt habe, da war tatsächlich die kleine Mirage noch nicht da. Oder nicht mehr. Ah doch, die ist da. Habe ich es richtig gemacht oder habe ich es verpasst? Ah! Verdammt, ich glaube die blaue ist im Moment falsch. Ja, die blaue ist falsch. Ah, verdammt, okay. Meine Hoffnung ist,
dass ich die einmal positioniere, die Mirage verschwindet und ich mir dann den Schatz unter den Nagel reißen kann. Wir haben es richtig. So, ich aktiviere gleich mal das Teleport-Ding hier. Okay. Und sprich nochmal mit der Kleinen. Okay. So, jetzt kann ich auch endlich die Mannequins wieder umstellen. Das werden die auch gleich mal machen. Oder Mannequins. Oder wie spricht man die eigentlich aus? Mannequins? Ich glaube Mannequins. Hört sich aber irgendwie wie eine fiese Art von Trolle an, so Mannequins. Naja, egal. Ach, genau, das war der Mist. Verdammt, okay. Ich glaube, ich stelle das genau andersherum wieder auf. Also wieder mit dem... Mit der... Ja, also gerade spiegelverkehrt. Sprich, rechte Hand oben, linke Hand unten. Und versuch so jetzt, den zu erreichen. Weil eigentlich brauche ich jetzt die rote Puppe genau in der anderen Position, wie sie jetzt gerade ist. Das heißt, so wie ich sie gerade, so wie ich gerade die blaue Puppe hingestellt habe, um zu dem Bereich zu kommen, wo ich noch nicht war, an die Arbeit. Wenn ich jetzt nur wüsste, ob das jetzt richtig ist, wo ich laufe. Die Idee war okay, aber die Ausführung war schlecht. Eigentlich habe ich immer noch die falsch positionierte Puppe. Also habe ich vergessen, unten wahrscheinlich die Puppe umzustellen. Hölzager! So. Ja. Wow, 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 wow! Kommt da plötzlich ein Gegnerhorde auf mich zu. Nur zur Vorsicht mal vorbereiten. Problem bei Yashiro ist im Moment, dass er nichts den Viecher entgegenzusetzen hat, außer halt eben seine Spezialfertigkeiten. Deshalb muss ich mit ihm immer ein bisschen überlegen, wie ich meine Züge gestalte. Entweder ich setze direkt eine seiner Spezialfähigkeiten ein oder ja, verteidige oder irgendwas in der Richtung. So, jetzt stellen wir wieder die rote Puppe um. Also genauso wie die blaue jetzt steht. Rechter Arm oben, linker unten. So, also nur noch gucken, wo denn hier das Ding war zum Umstellen. Ah, da war es doch. So, jetzt müssen wir allerdings mal kurz gucken. Das in der Mitte habe ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert. Das können wir auch mal machen. Wird auch ein bestimmt ein Bereich sein, wo wir noch nicht waren. Und vielleicht führt uns das tatsächlich zu dem Bereich, was ich machen will. Und ich habe von Maiko eine Nachricht bekommen. Schauen wir gleich mal rein. Die macht sich Gedanken über diesen Garnet und wird ein bisschen recherchieren, ob sie vielleicht etwas rausfindet darüber. Und sie wundert sich, was für eine Art von Mirage der wohl ist. Ah, wahrscheinlich eine, nicht gut mit uns meint zumindest. So, das ist jetzt... Genau, das ist die rote Puppe, da wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt... Ah... Da brauchen wir wieder eine Treasure Key. Und was haben wir hier Schönes? Soma. Na ja, okay. Achso, das heilt alle Teammitglieder, glaube ich. Vollständig. Oder das ist EP. Ich glaube, das war sogar EP. Jetzt müssen wir uns allerdings überlegen, wie das funktioniert mit der roten Puppe. Weil die muss ich jetzt umstellen, um zu meinem Schätzchen zu kommen. Schwierig.
Ich glaube vor allen Dingen, das war in der Mitte, wo ich das Ding umstellen konnte. Also in der mittleren Etage. Sprich, die blaue Puppe muss ich jetzt so umstellen, dass ich in die mittlere komme, dann die rote umstellen, dann wieder runter, die... Okay. Sollte eigentlich klappen. So, stelle ich erstmal das hier um. So, und dann sollten wir eigentlich eine Puppe haben. Eine rote, mit der ich die dann die roten rote umstellen kann. Ah, hier zumindest nicht. Ah, lass mich in Ruhe. Verdammt, ey, das war's nicht. Verdammt. Dann glaube ich die ganz rechts. Bin aber nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ah. Weiß auch nicht, ob wir den mittleren schon ausprobiert haben. Ich möchte mal erstmal den mittleren ausprobieren. Obwohl es mir irgendwie bekannt vorkommt. Ganz ehrlich, aber ich bin mir nicht sicher. Mann, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. Probieren wir es mal aus. Nein, da waren wir schon. Okay. Da war ich doch eigentlich richtig mit der Annahme hier. Ah, okay. Da ganz rechts. Das muss es sein. Muss aufpassen, dass ich es mir nicht falsch merke. Rechte Hand oben, linke unten. Das müssen wir doch hinkriegen. Rechte Hand oben, linke unten. 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 Hey, nicht bewegen. Rechte Hand oben, linke unten. So, da haben wir's. Ganz links. Die schaffe ich mir jetzt. Sicher? Ich bin gerade nicht sicher. Nein, das war sie nicht. War ich da schon? Ah, ich werd verwirrt. Ja, eigentlich muss ich so um. Linke Hand oben, rechte unten. Hä? Ich komme gerade nicht klar. Könnt ihr euch vorstellen, glaube ich, ne? Hier war ich auch schon. Was mache ich falsch? What is my life? Die vielleicht. Ja, aber der führt mich nur zum unteren Bereich wieder. Ah, was mache ich jetzt? Verdammt. Total verwirrt. Ich komm gerade nicht klar, Leute. Ich komm gerade nicht klar. Ich möchte eigentlich die rote umstellen. Ich stelle die ganze Zeit die Dings um. Warte einen Moment, warte kurz. Verdammt, das ist aber nicht das, was ich will. Ah, nerv nicht! Ah! Okay. Ihr seht, ich komm gar nicht klar. Liegt einfach nur daran, dass ich genau den richtigen Schalter suche und den finde ich gerade nicht. Im obersten gibt es nichts und unten fehlt es komischerweise. Gibt es nur nicht die richtigen. Wo könnte es bloß sein? Schwierig. Das Problem ist, wenn man sowas live macht, in Anführungszeichen live, für die Aufnahme, dann denkt man nicht so straight. So, ein Versuch habe ich noch, glaube ich. Ach, unten gab es keine Schalter. Vielleicht aber doch. Ah, ich gehe noch mal gucken. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwas umstelle und unten war die ganze Zeit ein Verstellungsdingsbums da für die rote. Da ist doch ein Verstellungsdingsbums für die rote. Genau, die muss ich jetzt mit dem linken mit dem Schalter hier genau bewegen.
So, jetzt habe ich allerdings ein Problem. Jetzt komme ich nicht zur blauen. Was ist da los? Mit Bewegungssteuerung. Jetzt gehe ich mal hier hoch. Also was die ganze Zeit unten? Und ich laufe im Kreis wie ein Behinderter. Glaube ich. Glaube ich. Wir werden es gleich sehen, was passiert. Vielleicht habe ich jetzt meinen Glücksgriff gehabt. Und einige von euch werden sich schon gefragt haben, warum findet der Idiot das nicht? Es ist genau dort. Es ist genau dort. Ich habe es vor 3 Minuten gesehen. Genau an der Stelle. Warum sieht er das nicht? Ja, sorry, ich bin ein bisschen blind. So. Ich hoffe, wir haben es jetzt. Ich dachte, die Folge nicht unnötig lange in die Länge ziehen. Ist eigentlich auch nie meine Absicht, aber bei solchen Rätseln, manchmal stelle ich mich blöd an. Das ist einfach so. So. Ich hoffe, das ist es jetzt. Ich hoffe es echt. So, jetzt gehen wir einmal hier außen rum. Oh Gott, bitte sei, lass es das Richtige sein. Außerdem glaube ich laufe falsch herum. Oder auch nicht. Es sieht gut aus. Ah, ich hau ab. Tschüss. Alter, ich habe das Richtige erwischt, Mann. Endlich. Und da ist ein Schatz. Nerv nicht. Ich möchte meinen Schatz haben. Yes. Master Seal. Alter, jawoll ja. So will ich das haben. So will ich das haben. Und Wand kaputt machen. Yes. So, jetzt gehen wir zurück. Und machen den Klassenwechsel. Alter, das passt ja wie Faust aufs Auge heute. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Wann kommt das Master Seal? Wann kommt das Master Seal? Und dann war ich hartnäckig, ne? Ich war stur. Und endlich haben wir das gefunden. Und da war es sogar in einer stinknormalen Truhe drin. Recht gut versteckt sogar. Wow. Wow. Endlich haben wir es gefunden. Endlich ist es da. Unser Moment. Könnte das Master Seal holen. Alter, wie gut ist das denn? Problem ist, ich habe allerdings wieder ein Problem. Ja, es hört nicht auf mit mir, ne? Ich habe allerdings wieder ein Problem. Mein U-Pad fängt an zu blinken. Und ihr wollt nicht, dass euer U-Pad blinkt. Denn genau das passiert jetzt. Nämlich ist mir mein U-Pad jetzt ausgelaufen. Ah, cool, der. Ich werde mal kurz laden gehen, einen Moment. So, da bin ich wieder, nachdem ich ein paar Minuten lang das Video-Gamepad aufgeladen habe. Wir haben einige Credits freigeschalten. Die werden uns alle hier nochmal allesamt angezeigt, genauso wie die Radiant Skills. Aber was uns jetzt vor allen Dingen interessiert, ist natürlich das Klassenwechsel von Navarre. Wir haben einerseits den Hero, der sieht zwar sehr shiny und schön aus und pipapo. Allerdings passt er nicht ganz so zu diesem Ausweichungstyp, beziehungsweise, ja, weiß nicht, diese Konzentration auf Schwertangriffe. Sondern geht auch teilweise auf Support. Ich will das aber nicht unbedingt. Schauen wir uns nochmal den Swordmaster an. Der konzentriert sich vor allen Dingen auf Schwertskills. Und ja, wird sich vor allen Dingen auf Nahkampf konzentrieren. Das gefällt mir vor allen Dingen etwas besser, weil wir ja für den sozusagen diesen Verwendungszweck einfach haben. Weil der hat einfach keine Auslegung für Magie, finde ich. Das ist das, was ich so ein bisschen habe. Außerdem trifft er als Swordmaster um einiges besser als Hero. Von dem her, als Hero wird er mir irgendwie vorkommen wie Itzki. Also, ne, nichts Ganzes, nichts Halbes. So ein bisschen Jack of all Trades, aber kein Meister, ne, von seinen ganzen Fähigkeiten. Deshalb würde ich eher Swordmaster nehmen. Sieht zwar etwas grausiger aus, etwas ja, böser, fieser und alles. Aber es ist der Klassenwechsel, der mir von den Fähigkeiten von dem Charakter und dem Mirage einfach besser und stimmiger vorkommt als der Hero. Aber ja, machen wir einfach mal. Ich muss dazu sagen, Navarres Design, Standarddesign gefällt mir etwas besser als ein Swordmaster Design, aber wir brauchen den Klassenwechsel irgend früher oder später. Sollen wir das zeitnah machen? So, wir haben jetzt inzwischen Karma Cut
freigeschaltet dazu neue Carnages, die wir bestimmt auch schon direkt machen können. Nein? Okay, stattdessen gucke ich mal ganz kurz rum. Auf jeden Fall braucht jeder außer Thoma hat neue Carnages. Und wir haben hier die Murasame, schon mal eine der neuen Waffen, die wir jetzt machen können. Und hier sehen wir es auch, die Mercius, die Solcati. Oh, die Solcati, also auch eine geile Waffe aus Fire Emblem. Kaishuyari genauso, man kennt die Waffen. Burgundi dafür, ach, dafür brauche ich eines von den seltenen Viechern, okay. Weil die Stäbe sagen mir dagegen allerdings nichts. Die Party, ja, Party sagt mir allerdings was, das ist ein legendärer Bogen. Rote Claire, kennt man. Urvan ist die Axt, die Ikes Vater benutzt hat. Bei Fire Emblem Path of Radiance. Und die kann man auch in Radiant Dawn freischalten. Einfach hammergeil. Tolle Waffen, muss man sagen. Ich würde jetzt aber an der Stelle mal einen Cut machen. Bevor mir das Video-Gamepad gleich wieder wieder den Saft abdreht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tokyo Mirage Session Shop FI. Werden dann weitermachen mit dem Dungeon. Wir haben ja jetzt uns einen Teleportpunkt vorbereitet und müssen jetzt sozusagen nur noch reinspazieren und denen ihre Party versauen. Und das werden wir im nächsten Part machen, ne? Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.